Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch auf meinem Melinkas Welt Home Kanal. Heute geht es um die chemiefreie Abflussreinigung mit dem Hühler. Ich weiß nicht, ob ihr das im Fernsehen gesehen habt. Ich glaube bei irgendeinem Guten Morgen Deutschland oder so habe ich das aufgeschnappt. Da musste die Feuerwehr ausrücken, weil zu viel Rohrreiniger in den Abfluss gekippt wurde. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, ob sich das so verhärtet hat, dass gar nichts mehr ging. Ich habe das nur so am Rande aufgeschnappt, aber das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, Rohrreiniger zu verwenden. Und man sagt ja auch bei ziemlich alten Rohren, wie es jetzt bei uns hier im Haus der Fall ist, ist Rohrreiniger nicht so gut, weil da so viel Chemie drin ist, dass das Zeug, was im Abfluss hängt, oft nicht rausgespült wird, sondern sich dann verhärtet und wie Beton wird und man kriegt es dann gar nicht mehr raus. Deshalb, was ich so cool finde, bietet der Hühler eine chemiefreie Abflussreinigung. Und ich zeige euch jetzt mal, was ihr dafür braucht. Also klar, ihr braucht den Hühler. Ihr braucht einmal hier den Wasserbehälter, euer quasi Schmutzbehälter. Ich habe den jetzt auch vorher nicht sauber gemacht, weil der gleich richtig eklig aussehen wird. Und den füllt ihr jetzt nicht hier bis zur Markierung mit Wasser, sondern ich mache jetzt wirklich nur die Hälfte rein, weil er ja logischerweise Wasser aufsaugen muss. So, ihr füllt euren Behälter mit Wasser. Ihr nehmt da einfach ganz normales Leitungswasser. So. Ich mache da jetzt auch wirklich nicht viel rein, weil der gleich ganz viel Wasser aufsaugt. Also bis zur Hälfte sollte man ihn circa schon befüllen. Also ungefähr so. Damit euch einfach der Motorkopf nicht kaputt geht. So. Ich stelle den jetzt mal hier aufs Klo. Ganz wichtig, wenn ihr den Hühler zusammensteckt, den Hebel hier nach vorne machen. Habe ich euch aber auch schon ganz oft gezeigt. Und dann den Motorkopf einfach aufsetzen. Bis es einrastet. Und dann den Hebel hier einfach nach oben drücken. So, jetzt ist der Motorkopf fest. Und ihr seht, hier ist frisches Wasser drin. Es ist durchsichtig, glasklar, wird vielleicht ein bisschen dreckig durch den Behälter. Und jetzt, da ihr Wasser einsaugt, nehmt ihr euch entweder den Schlauch hier von der Bodenumschaltdüse. Mit dem dürft ihr Wasser aufsaugen oder ihr nehmt den Schlauch vom Nimbus Set, mit dem dürft ihr auch Wasser aufsaugen. Nicht den Elektroschlauch nehmen, weil da läuft Strom durch. Im Endeffekt steckt ihr das Ganze jetzt auch zusammen, wie wenn ihr saugen würdet oder irgendwas anderes mit dem Hühler macht. Da hat sich nichts dran geändert. Das Ende vom Schlauch steckt ihr hier vorne in den Schlitz rein. Natürlich den Stecker einstecken, wenn noch nicht geschehen. Muss man ja aufpassen, dass ich mir hier nichts runterziehe. So, mal hier durch. So, und dann, ganz wichtig, braucht ihr diesen Abflussadapter. Den gibt es in zwei Größen. Ich habe mir damals beide, glaube ich, bestellt, weil ich mir nicht sicher war, welcher passt. Das hier ist jetzt die größere Variante. Ihr müsst da ein bisschen gucken, was für Abflüsse ihr habt. In der Küche haben wir einen kleineren Abfluss, das funktioniert aber trotzdem, also es ist, glaube ich, egal. Den setzt ihr jetzt hier auf, denn das hat jetzt die Funktion wie von so einem herkömmlichen Pömpel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist so ein Pömpelteil. Wir haben einen Keller, wo ihr einfach Wasser reinlaufen lasst in euer Waschbecken, in eure Badewanne und dann wird gepumpt. Im Endeffekt macht der Hühler das Gleiche, nur mit viel, viel mehr Power und ihr bekommt viel, viel mehr Dreck raus. So, ich drehe euch jetzt mal um, damit ihr das Ganze auch seht. So, wir haben jetzt hier unsere Badewanne. Ich demonstriere euch das jetzt mal. Ich drehe jetzt mal hier das Wasser auf. Ich nehme auch mal die Duschbrause zur Hand. Lasst da mal Wasser reinlaufen, damit ihr auch seht, dass das eigentlich nicht mehr so wirklich abläuft. Also seht ihr, das Wasser hier, ja, läuft nicht wirklich ab, weil das Ding halt total verstopft ist. So, jetzt nehmt ihr euch den Hühler, setzt den ab, den Pömpel hier drauf. Jetzt lasse ich hier mal Wasser reinlaufen. So,
Dann schaltet ihr den Hühler an und macht nichts anderes wie hier einfach. So, ihr Lieben, meine Mutter hat mir gerade geholfen, weil ja, das ist ein bisschen blöd, das hier im Bad aufzunehmen. Ich habe jetzt den Abfluss mal frei gemacht. Meine Mutter meinte, da kommt jetzt auch nichts mehr hoch. Im Endeffekt, ihr macht wie bei diesem Pömpel auch, kennt ihr bestimmt alle, lasst ihr Wasser laufen und dann pumpt ihr. Und durch dieses Pumpen, durch den Unterdruck, der entsteht, wird der ganze Schmodder aus dem Abfluss gezogen. Und wie ihr seht, läuft das Wasser jetzt auch hoffentlich wieder etwas mehr ab. Ja, deutlich besser. Jetzt läuft es nämlich wieder ab, weil vorhin habt ihr ja gesehen, das war gar nichts. Und jetzt zeige ich euch mal den wunderschönen Behälter. Ich will da gar nicht reinfassen, weil das richtig eklig ist. Also das hier alles kam aus dem Abfluss. Lecker, lecker, lecker. Und ihr fragt mich auch immer ganz oft, wie entsorgt man denn das schmutzige Wasser? Ich kippe so Wasser einfach immer ins Klo. Ihr könnt aber auch das durch ein Sieb kippen und die Haare oder was auch immer ihr drin habt, ein bisschen abseihen, damit euch einfach euer Klo nicht verstopft. Aber im Endeffekt, oder ihr habt wie wir einen Gulli vorm Haus, da kippe ich es auch immer ganz gern rein. So. Wir müssen unseren Behälter jetzt natürlich auch wieder sauber machen und die Schläuche sauber machen. Und hierfür gibt es von Hühler einen Sanitizer, nennt er sich. Das ist ein, ja, wie so ein Desinfektionsmittel. Könnt ihr auch für die Luftwäsche benutzen, aber ich nutze das auch ganz gern zum Reinigen. Ich habe jetzt den Behälter wieder mit bisschen Wasser benutzt, damit wir gleich Wasser aufsaugen werden. Und was bei der chemiefreien Abflussreinigung auch wichtig ist, wenn ihr merkt, euer Behälter ist voll, also ich sage immer, wenn der bis zu dieser Markierung hier voll ist, ausleeren, wieder ein bisschen neues Wasser reinmachen und weitermachen. Ich habe den jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal geleert, weil sonst geht euch die Separatorenschraube kaputt, wenn zu viel Wasser drin ist. So, ich gebe jetzt hier mal einen ordentlichen Spritzer rein und lasse jetzt auch mal hier in das Spülbecken Wasser. Und gebe da auch einen ordentlichen Schuss Sanitizer rein. Wahrscheinlich müssen wir den Vorgang auch mehrmals machen. Das kommt immer drauf an, wie schlimm verdreckt eure Schläuche sind. Aber da wir jetzt hier schon Sanitizer drin haben, wird der Behälter nämlich auch gleich mit desinfiziert. Ich sag's euch, das ist eine ganz schöne Sauerei. Mein Badboden, der sieht aus wie Sau. So. Setzt ihr den hier einmal auf. Schließt ihn wieder ganz normal mit dem Bügel hier unten, den Dings sauber gemacht habt, euren Abfluss. Das eine Teil hängt ihr jetzt ins Spülbecken, ihr könnt auch einfach ein Glas mit Wasser nehmen. Und jetzt saugt ihr quasi, das nehmen wir ein bisschen mehr rein. Das geht meiner Stimme nicht so arg. Also bei mir reicht es jetzt, wenn ich einen Durchgang mache. Jetzt schaltet ihr den Hühler ein. Seht ihr das auch alles? Ich hoffe. Jetzt schaltet ihr den Hühler ein, ganz normal, und saugt quasi das Wasser auf. Und durch das Einsaugen wird euer Schlauch gereinigt. Achtung! Und auch hier wieder darauf achten, dass der Wasserbehälter nicht zu voll wird. So, ihr seht jetzt, das ganze Wasser ist hier im Behälter. Ja, er ist jetzt, also ein bisschen hätte ich noch gekonnt, er ist jetzt bis zur Markierung voll. Der Schlauch wurde jetzt quasi durch den Sanitizer desinfiziert. Ich mache immer die Geruchsprobe. So, jetzt ist euer Schlauch quasi desinfiziert worden. Jetzt holen wir den Hühler einmal runter. Und jetzt müssen wir den Schlauch noch trocknen. Denn da ihr Wasser aufgesaugt habt, ist der ja jetzt innen nass. Ich hoffe, man sieht auch alles. Ist der innen nass und wir müssen den Schlauch jetzt trocknen. Aber bevor wir den Schlauch trocknen, machen wir, glaube ich, noch was anderes. Denn in meine Bade... Nee, machen wir nicht.
So, wir müssen jetzt den Schlauch trocknen. Hier hinten habt ihr auch wieder eine Klappe. Ich hoffe, ihr seht es auch. Die macht ihr jetzt ab. Die Vorderklappe hole ich jetzt auch mal raus. Und jetzt steckt ihr den Schlauch hier hinten rein. Dann entsteht nämlich eine Luftzirkulation, denn hier vorne wird die Luft reingezogen und hier hinten wird sie wieder rausgepustet und dadurch entsteht ein Strom, ein Luftkreis und der Schlauch wird getrocknet. Den lasst ihr jetzt 3 bis 5 Minuten laufen, dann ist euer Schlauch wieder trocken und dann könnt ihr ganz normal den Behälter nochmal auswaschen, vielleicht mit einem Mikrofasertuch ausreiben. Hier oben, ich zeige es euch schnell, hier oben den Motorkopf nochmal abreiben und dann ist euer Kühler wieder einsatzbereit. Also ihr seht, geht super easy und durch den Sanitizer, den ihr reingemacht habt, ist einfach das Gerät auch schon von innen gereinigt worden und ihr müsst da nicht noch stundenlang mit irgendwelchen anderen Mittelchen rumhantieren. Was ihr auch nehmen könnt, wenn ihr keinen Sanitizer da habt, einfach Essigreiniger mit bisschen Wasser verdünnen, hat den gleichen Effekt. Ja, so 3-4 Minuten. Ich gucke auch immer, wenn der Schlauch hier vorne warm ist, ist der in der Regel trocken. Und wenn noch eine minimale Restfeuchtigkeit drin ist, ich lasse den auch gerne noch mal einfach 24 Stunden draußen liegen, damit er auch wirklich komplett trocken ist. Aber ihr seht, ja, doch ein bisschen Wasser kommt noch raus. Aber er stinkt nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, dass der Kühler nach einer Abflussreinigung nicht stinkt, sondern schön nach Sanitizer duftet. Ich lasse den jetzt einfach noch 24 Stunden draußen liegen, damit einfach wirklich die komplette Restfeuchte rausgeht. Und ja, ihr leert jetzt ganz normal das Wasser hier aus, macht den Hühler nochmal sauber und dann habt ihr eure Abflüsse wieder schön gereinigt. Und was bei mir das erste Mal rauskam, das war echt widerlich. Also das wollt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Und der Hühler holt euch halt mehr raus wie so ein Pömpel, weil der wirklich durch die Power, durch die Saugleistung, die er hat, viel, viel mehr Unterdruck aufbauen kann und dadurch das Zeug besser hochkommt. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich sehr gerne und ich würde mich freuen, bald von dir zu hören. Mach's gut, meine Liebe!